Über die Bundesliga und auch über die WM wollen wir jetzt reden mit Hans-Joachim Watzke, der BVB-Boss, heute Stargast in der Lage der Liga. Guten Morgen, Herr Watzke. Ja, schönen guten Morgen. Herr Watzke, Sie haben mal gesagt, nach Niederlagen haben Sie mindestens bis Dienstag schlechte Laune. Jetzt haben wir Sonntag, sind wir also mittendrin. Ja, das war aber auch für dann, wenn das Spiel am Wochenende war. Jetzt war es ja Freitagabend und ich muss ganz ehrlich sagen, bis gestern Abend oder ja, bis gestern Abend war ich komplett sauer. Das muss man auch gar nicht kleinreden. Also was wir am Freitagabend abgeliefert haben, das war einfach unter aller Kanone. Und wie wir verteidigt haben, das habe ich auch selten erlebt, wobei verteidigen heißt ja nicht nur, dass die Viererkette damit gemeint ist, sondern verteidigen tut schon normalerweise auch die ganze Mannschaft. Am Freitag war das nur sehr in Fragmenten zu erkennen und da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ja. Dass Sie heute schwarz tragen, ist das symbolisch für die Situation? 9 Punkte hinter Bayern. Ja, ist schwarz. 9 Punkte hinter Bayern, Platz 6, das kann natürlich jetzt nicht so richtig befriedigend sein. Ist die Saison bisher katastrophal, enttäuschend oder so, naja, für Sie? Ja, das ist ja, ich weiß ja, wie Boulevardjournalismus funktioniert. Und erstens habe ich einen blauen Pullover an, keinen schwarzen, aber das kann man vielleicht auf die Distanz auch nicht erkennen. Fakt ist eins, man muss, selbst wenn man sich aufregt und wenn man sauer ist, sollte man trotzdem versuchen, sauber und vernünftig zu analysieren. Wenn Sie Ihre Kolumne von heute, vor einer Woche geschrieben hätten, hätten alle gesagt, ja, der Straten, der hat es auch nicht alle. Weil bis letzten Sonntag waren wir nämlich gut im Rennen. Wir hatten 25 Punkte aus 13 Spielen, das ist okay. Wir sind in der Champions League weiter, Pokal weiter. Nur diese Woche war einfach, die war einfach schlecht, die war sehr schlecht sogar, das muss man einfach eingestehen. Insofern ist es aber trotzdem eine Momentaufnahme. Ich erwarte eigentlich jetzt, dass unser Sportdirektor und Trainer sich jetzt mal in der kommenden Woche zusammensetzen, überlegen, was ist diese Woche schiefgelaufen, was ist idealerweise ohnehin noch zu verbessern. Und dann werde ich auch mit beiden, ich gehe auch ein paar Tage mit nach Asien mit dem BVB und dann werden wir zu dritt auch mal die Sachen noch mal analysieren und dann werden die beiden mir sicherlich auch sagen, was sie so in dieser Woche besprochen haben. Ja, lieber Aki, einmal für die Zuschauer, wir beide kennen uns schon so lange, dass wir per Du sind und das wollen wir auch hier nicht peinlichen. Ja. Aki, wenn die Frage ist, warum Bayern 10-mal hintereinander deutscher Meister wurde oder wird und vielleicht das 11. Mal auch wieder, sagst du immer gerne, dass der finanzielle Vorteil der Bayern nicht aufzuholen ist, dass Bayern aufgrund der finanziellen Stärke einfach Meister werden muss. Jetzt seid ihr mit einer größeren finanziellen Stärke als Freiburg oder Union Berlin hinter diesen beiden Clubs. Führt das deine Argumentation, was Geld und Fußball anbelangt, ad absurdum? Nö, ganz bestimmt nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass derjenige, der das meiste Geld hat oder der mehr Geld hat, grundsätzlich immer vor dem steht, der weniger hat. Fakt ist eins, der Unterschied zwischen Bayern und Borussia Dortmund ist ja deutlich größer als der zwischen Borussia Dortmund jetzt zum Beispiel und Union Berlin und Freiburg, was aber nicht bedeutet, dass wir deutlich mehr Geld auch zur Verfügung haben als beide Clubs. Nur beide Clubs, und das ist ja auch das Schöne, und ich bin ja eigentlich hier heute hingekommen, weil ich auch für die Liga und für den DFB spreche und nicht nur für Borussia Dortmund. Ich bin mit der Bundesliga momentan sehr, sehr glücklich, weil wir haben eine tolle Bundesliga bis jetzt gespielt nach 15 Spielen. Union macht es großartig, Freiburg macht es großartig, Frankfurt ist viel besser geworden. Auch das ist ein Teil der Wahrheit, dass die Bundesliga in den ersten 6 oder 7 Positionen viel enger zusammengerückt ist. Und nochmal zu dem Thema Bayern München. Für mich war eins klar, auch schon vor der Saison, in dem Moment, wo ich die Diagnose vom Sebastian Allaire bekommen habe, dass er Krebs hat, da wusste ich, dass es für uns nicht ganz so einfach wird, weil wir haben letztes Jahr noch Erling Haaland gehabt, einen der besten Stürmer der Welt, und dass der uns fehlen würde, war klar. Wir haben dann auf die Karte Sebastian Allaire gesetzt und niemand kann da irgendwas dazu. Aber wenn dann so ein Spieler uns verloren geht, wird es schwierig, Bayern München zu packen.
Nichtsdestotrotz ist Bayern auch noch kein Meister. Die müssen jetzt beim nächsten Spiel nach Leipzig. Dann gucken wir mal, wie das ausgeht. Die Leipziger machen es sehr gut. Oliver Minzlaff macht einen Riesenjob. Bin ja mit ihm auch sehr befreundet und kann ihm da auch noch ein Kompliment machen. Dem hat man aber auch vor 8 Wochen gesagt, oh, was ihr in Leipzig alles für Fehler macht und was weiß ich was. Also es ist noch alles sehr stark auch eine Momentaufnahme. Und trotzdem großes Kompliment an die Clubs, die es aktuell sehr, sehr gut machen. Abgerechnet wird aber am 34. Spieltag. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Würdest du denn sagen, dass der FC Bayern in diesem Jahr wirklich zu packen ist? Wir sind schon wieder vorne. Der 11. Titel wird von allen erwartet. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass es da wirklich einen Wechsel geben könnte an der Spitze. Auch wenn du sagst, RB Leipzig hätte eine Chance. Und ich glaube, du hast Dortmund, wie ich dich kenne, auch noch nicht ganz abgeschrieben. Ich habe nicht gesagt, dass RB Leipzig eine Chance hat. Ich habe nur gesagt, dass RB Leipzig die Chance hat, jetzt die Bayern vielleicht beim nächsten Spieltag zu schlagen. Das Bayern München. Und selbst vor 6, 8 Wochen wurden ja selbst da alle Personen irgendwo zur Disposition gestellt, was ich auch nicht verstanden habe. Bayern München hat eine absolute Top-Mannschaft. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das war jetzt aber für uns auch nichts komplett Neues. Und sie sind jetzt wieder in der Spur. Sie gewinnen alle 6 Champions-League-Spiele. Sie sind in der Bundesliga jetzt wieder, ich weiß nicht, wie viele Spiele sie hintereinander gewonnen haben. Und dann ist es automatisch so, dass du oben bist. Und sie haben einfach die beste Mannschaft. Und Meister wird eine andere Mannschaft nur dann, wenn sie konstant über ein Jahr komplett über ihre Verhältnisse spielt. So wie wir das zum Beispiel 2011 mal beim BVB hatten. Und wenn die Bayern aber auch über einen längeren Zeitraum mal unter ihren Verhältnissen spielen. Ansonsten wird sich da nicht so viel dran ändern. Aber wir müssen auch nicht immer nur auf dieses Thema gucken. Gucken Sie mal, wie spannend es ist. Wie spannend es ist, oder guck mal, Alfred, wie spannend es ist in den Champions League Plätzen. Und guck mal, wie es aussieht unten. Gut, Schalke, das wird dich am meisten schmerzen, ist jetzt ein bisschen abgeschlagen, aber nichtsdestotrotz habe ich auch das Gefühl, dass der Reis da was bewegen kann, und ansonsten ist es extrem spannend. Und nochmal, am 34. Spieltag gucken wir, wer die Positionen hat. Und ich nehme einfach für den BVB in Anspruch, dass wir eine sehr hohe Konstanz in den letzten Jahrzehnten hat, auch wenn uns das jetzt momentan niemand glaubt. Und ich sage euch ein Beispiel, ich habe mir das mal angeguckt, seit wir 2011 Meister wurden, haben sich 4 Clubs in Europa in den großen Ligen 12-mal für die Champions League qualifiziert. Das ist der FC Bayern, Real, Barcelona, Man City. Und nur noch 3 kommen auf 11 Qualifikationen Champions League. Das ist Borussia Dortmund, Paris und Juventus Turin. Also insgesamt nur 7 Clubs. Und daran erkennt man, auch wenn das jetzt vielleicht heute ein bisschen anders erscheint, aber daran erkennt man, dass Borussia Dortmund doch die letzten 12 Jahre eine sehr hohe Konstanz hatte. Ja, und es gibt ja auch ein paar positive Erscheinungen in dieser Hinrunde. Jude Bellingham gehört natürlich dazu. Mit 19 Jahren ist er einer der Anführer beim BVB. Ich weiß, Sie haben keine Glaskugel, aber glauben Sie, es gibt eine Chance, ihn zu überzeugen, über den Sommer hinaus beim BVB zu bleiben? Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich. Und dann soll er uns einfach sagen, ob er hier da bleiben möchte oder ob er gehen möchte. In beiden Fällen werden wir das ganz angenehm und vernünftig miteinander besprechen, dass wir grundsätzlich uns auch gut vorstellen können, dass er bei uns bleibt. Aber wir müssen auch nicht so tun, als wenn das Thema nicht auf dem Tisch wäre. Und wenn er aber sagt, ich möchte was anderes machen, oder wir können uns auch in keinen, wir können auf, dass die ganz großen Europas sind dann da, und da können wir auch keinen finanziellen Kampf uns leisten. Also dann, wir sind dann da, wenn Jude und Familie dann sagen, wir wollen auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben, dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und wenn nicht, dann werden wir auch eine Lösung finden. Jude ist ein wunderbarer Junge, großartiger junger Fußballer, der auch noch seine Schwankungen hat. Das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen. Aber er ist sicherlich eines der größten Talente, die es im europäischen Fußball gibt. Weil wir gleich bei dem Thema sind, Moukoko ist auch spannend, die Situation. Warten Sie da jetzt nur auf den Tag der Volljährigkeit, der ja am WM-Starttag sein wird? Und ist dann alles klar, dass dann er selbst seinen Vertrag verlängern wird? Oder gibt es da größere Probleme noch? Ja, sagen wir mal so, wenn er jetzt 18 wird, das ist ja jetzt bald der Fall in diesem Monat noch, dann hilft das natürlich schon mal deutlich.
Und aber da muss auch Youssoufa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Er ist noch nicht mal 18 Jahre, er hat eine Riesenkarriere bis jetzt schon gemacht, er ist jetzt mit in Katar dabei. Er hat einen Trainer, und das ist auch ganz wichtig, er hat einen Trainer, der extrem ihm hilft, der ihn extrem weiterentwickelt, genauso wie Edin das auch mit Jadon Sancho gemacht hatte. Und der ist aber jetzt nicht im englischen Kader dabei und war bei der Meinung vor anderthalb Jahren, dass er uns verlassen sollte. Und das sollte dem Youssoufa mal schon auch ein bisschen zeigen, dass er hier am besten aufgehoben ist. Und er hat alle Möglichkeiten, eine große Karriere zu machen, aber dazu ist es aus meiner Sicht sportlich, allein sportlich, komplett wichtig, dass er hier bleibt, wo er weiß, dass hier die Leute auf ihn setzen, dass er auch von den Fans geliebt wird, dass der Trainer ihn massiv unterstützt. Also es gibt für mich überhaupt keine andere logische Schlussfolgerung, als dass Youssoufa sagt, ich bleibe beim BVB. Das haben Sie Edin Terzic sehr gelobt. Fakt ist aber auch, er steht 6 Punkte im Vergleich zu Marco Rose im Vorjahr dahinter. Edin Terzic, ja, Sie lachen, aber die Frage müssen wir stellen. Diese Vergleiche, die sind so blöd, aber ich verstehe euch ja, dass ihr die machen müsst, ist ja auch klar. Also, ihr könnt ja was aber die Vergleiche, die hinken an jeder Ecke. Hat er einen Bonus bei euch? Ja, sage ich Ihnen jetzt mal eins. Der Marco Rose ist ein toller Trainer. Wir haben uns gemeinsam mal entschieden, dass sich unsere Wege trennen, weil wir das Gefühl hatten, irgendwas, er ist hier nie so komplett angekommen und irgendwas war da, was dem Ganzen so ein bisschen im Wege gestanden hat, ohne dass jetzt, wir wissen es ja selbst nicht so genau. Wir haben diese gemeinsame Entscheidung getroffen. Ich habe Marco Rose in Leipzig getroffen beim Länderspiel gegen Ungarn. Wir haben uns wunderbar unterhalten, haben auch vereinbart, dass wir weiter unseren Kontakt aufrechterhalten. Und zu Edin. Edin ist aber zum Beispiel, wenn man schon jetzt diese blöden Vergleiche wirklich führen, dann sollte man auch mal, dann aber auch fairerweise sagen, dass wir noch in der Champions League sind, dass wir noch nicht kläglich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Auch das gehört ja zu einem Vergleich, wenn wir das schon machen wollen, dazu. Edin ist ein Trainer, der sich ständig weiterentwickelt, der extrem fokussiert ist, der diesen Club nicht nur liebt, sondern der ihn kennt, der genau weiß, was wir jetzt machen müssen. Aber er hat natürlich auch eine Mannschaft, die noch zu großen Schwankungen ausgesetzt ist. Und da müssen wir dran arbeiten. Aber ihr braucht mir jetzt Edin nicht schlecht reden. Edin Terzic macht einen tollen Job. Und er wird noch sehr lange einen tollen Job bei Borussia Dortmund machen, weil von dem sind wir definitiv hundertprozentig überzeugt. Trotzdem, Aki, sind 6 Punkte weniger als sein Vorgänger, glaube ich, nicht unbedingt zum Lachen für die Fans manchmal. Und ich glaube ja, dass ihr ihn oder wieder auf ihn zurückgekommen seid, weil ihr ihm zugetraut habt, dass er die wirklich schon sehr lange existierende, fehlende Konstanz in der Mannschaft endlich mal behebt. Ich glaube, das war das Hauptargument. Davon ist aber leider nichts zu spüren, auch wenn ihr in Champions League und Pokal noch dabei seid. In der Bundesliga ist es nun mal Platz 6. Ja, Alfred, aber das war ja genau, letztes Jahr hatten wir die gleiche, ähnliche Situation, da waren wir Zweiter oder Dritter, weiß ich gar nicht so genau, da habt ihr gesagt, ja, aber was nützt denn der zweite und dritte Platz, wenn man aus der Champions League rausfliegt, jetzt sind wir da noch drin. Ich habe ja eben schon gesagt, lass uns mal am 34. Spieltag, dann können wir uns nochmal zusammensetzen, können wir nochmal analysieren und dann schauen wir mal weiter. Und wir sind jedenfalls von Edin Terzic, wie gesagt, zu 1000% überzeugt. Und der ist hier beim BVB in Gänze total angesehen, weil ich sehe nicht mehr so häufig wie früher, weil ich heute einen viel größeren Abstand habe. Aber ich erfahre oder ich höre von allen Beteiligten, von Sebastian Kehl, von allen anderen, wie akribisch er arbeitet, wie fleißig er ist. Und lass den Jungen mal machen. Und der hat noch eine lange Zeit beim BVB vor sich. Unabhängig davon, ob er jetzt mal 3 Punkte oder 6 Punkte weniger oder mehr als sein Vorgänger hatte. Wir haben die Ruhe und auch die nötige Analysefähigkeit. Und dann werden wir am 34. Spieltag mal gucken, was haben wir in allen 3 Wettbewerben erreicht. Das erste Mal, wo er Verantwortung übernommen hat, Edin, da war die Ausbeute großartig, sollten wir jetzt auch nicht ganz vergessen.
Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann in ein paar Monaten aussieht. Ich bin da nach wie vor, wir nehmen das ernst, was diese Woche passiert ist, aber wir sind da trotzdem immer noch der Meinung, dass wir unsere Ziele erreichen. Und ich bin total davon überzeugt, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren. Ich habe Ihnen ja eben das Beispiel gesagt mit den 7 Mannschaften und das auf 12 Jahre Strecke ist das auch kein Zufall. Alfred, an dich mal die Frage. Hans-Joachim, was gesagt gerade, Terzic liebt den Verein, er ist ein Dortmunder Junge, er stand in der Fankurve, aber ist vielleicht gerade das gar nicht unbedingt ein Bonus, sondern manchmal auch ein Malus, wenn vielleicht manchmal etwas die kritische Distanz oder vielleicht sogar zu viel Herzblut reinfließt, dass er zu viel Energie lässt. Wie siehst du das? Also das unterstellt ja, dass Dortmund ihn deswegen nimmt, weil er ein Dortmunder Junge ist. Und ich glaube nicht, dass das die Intention von Aki Watzke und seinen Kollegen ist. Also, dass er Dortmunder ist, kann ja nicht... Kann es man hilft bei den so, Fans. Bei den Fans kann man ihm ja nicht zum Vorwurf machen. Nee, Vorwurf, aber es hilft bei den Fans ja auch, also, bei der Akzeptanz. Ich weiß nicht. Also das, ich sehe da keinen Nachteil, ehrlich gesagt. Aber dass er sich vielleicht zu sehr aufopfert für diesen Verein, dass er sich selbst dabei vergisst, kann das ein Problem sein, Herr Watzke? Oder sehen Sie da, dass er das ganz genau dosieren kann? Das ist natürlich mal eine ganz neue Komponente. Also, dass sich einer zu sehr wir mit seinem Verein identifiziert, ist jetzt mal... Ja, das gelingt euch ja auch immer wieder auf hohem Niveau. Also ich sag mal so, ich habe diesen unterstellten Vorwurf habe ich nie gehört. Jürgen Klopp zum Beispiel wird ja auch immer wieder mal zitiert, hat sich 7 Jahre auch diesem Verein voll und ganz mit vollem Herz, mit voller Leidenschaft verschrieben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es in irgendeiner Weise geschadet hat. Und ich sehe da große Parallelen auch jetzt mit Edin, der auch, der diesen Verein sich auch genauso verschrieben hat, genauso wie ich das getan habe, genauso wie Michael Zorc das in seinem ganzen Leben getan hat. Also das, ich glaube nicht, dass Identifikation in irgendeiner Weise leistungshemmend sein kann. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Gut, Terzic haben wir alle verstanden jetzt, da steht er 1000%ig hinter. Dortmunder Jung ist auch kein Problem. Mats Hummels sehr ist gut, ja auch... Danke nochmal für die Zusammenfassung. Da bitteschön, gern geschehen, kostenfrei. Mats Hummels, Sie haben bislang geschwiegen dazu, dass er von Hansi Flick nicht nominiert worden ist für Katar. Jetzt würden wir alle gerne mal Ihre Meinung hören. Sind Sie sauer auf Hansi Flick? Haben Sie Verständnis für seine Entscheidung? Ich habe natürlich da eine etwas schwierigere Position. Ich bin auf der einen Seite natürlich verantwortlich für den BVB, aber ich bin auch erster Vizepräsident des DFB. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Entscheidungen vom Bundestrainer öffentlich kommentieren würde, wäre das nicht sehr stilvoll. Und demzufolge, ich habe eine klare Einschätzung, was die Leistungsfähigkeit von Mats Hummels angeht. Ich habe aber auch eine klare Einschätzung, dass das Recht des Bundestrainers natürlich ist, da die 26 zu nominieren, die er in Kombination des Ganzen für die beste Alternative hält. Das ist nun mal sein Privileg und ich habe mit beiden, ich habe mit Hansi Flick da lange drüber gesprochen und auch mit Mats Hummels und bin aber nicht der Typ, der das dann anschließend, das würde Sie sehr freuen, aber jetzt das bei Ihnen ausbreitet, was ich mit denen besprochen habe. Aber ich habe das sehr intensiv mitverfolgt, aber ich muss mich nicht zu allen Dingen äußern. Ich äußere mich ja ohnehin in der Öffentlichkeit relativ wenig, weil ich momentan relativ viel Arbeit habe. Und ich glaube, dass es für Mats eine riesen Enttäuschung ist, da müssen wir nicht drüber reden. Klar, Riesenenttäuschung. Glauben Sie auch, dass es ihm einen Knacks gibt? Gegen Gladbach hat er selbst geschrieben, dass er eine schlechte Leistung gebracht hat. Hängt da irgendwas zusammen, Nicht-Nominierung und Gladbach-Leistung? Ich glaube schon, dass es ein bisschen miteinander zusammenhängen kann, weil das Einzige, was ich aus den Gesprächen auch mit Mats verraten kann, ist sicherlich, dass er sehr angegriffen war dadurch. Und dass die zeitliche Abfolge war natürlich für uns auch ein bisschen unglücklich, Donnerstag, Freitag, dass das vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Auf der anderen Seite ist Mats Weltmeister geworden, er hat zig deutsche Meisterschaften gewonnen und was weiß ich nicht alles, muss die Enttäuschung einfach verkraften. Aber jeder ist ein Mensch und ehrlich gesagt, wenn er dann nicht ein paar Tage extrem enttäuscht ist, dann hätte er auch die falsche Einstellung. Wir können noch einmal gemeinsam reinhören, wie der Bundestrainer, wie Hansi Flick das begründet hat. Bei Mats war es einfach so, dass wir viele Spiele von ihm angeguckt haben, von Dortmund angeguckt haben. Und Mats natürlich schon auch in dieser
ja, man muss einfach sagen, er hat eine hervorragende Form, er ist topfit und hat jetzt Dortmund auch vieles gegeben. Ich denke, für ihn, für Dortmund wie ich, ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Und wir haben uns halt entschieden im Trainerteam, weil wir natürlich auch vielleicht noch ein bisschen die Zukunft im Blick haben, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats, sondern wir haben uns für die Mannschaft entschieden. Mats kann, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun und trotzdem war das für uns einfach auch den Blick dann eher so in die Zukunft. Herr Watzke, letzte Frage zu diesem Komplex Hummels. Er sagt, Hansi Flick, er hat eine super Hinrunde gespielt, er ist topfit, er hat Dortmund sehr viel gegeben, aber am Ende nimmt er ihn trotzdem nicht mit. Ist es nicht so, dass er sich da auch widerspricht? Weil bei der WM sollten ja nicht die größten Talente, sondern die formstärksten Spieler dabei sein. Nein, ich finde nicht, dass er sich widerspricht, weil er hat das ja erklärt, dass er dann auch vielleicht, er ersetzt ja durchaus, es gibt ja noch ein paar extrem gute Innenverteidiger für die Nationalmannschaft. Er setzt sicherlich auf Niklas Süle, auf Nico, auf Rüdiger. Und dann hat er eben noch Bella Kotschap jetzt dabei und auch Matthias Ginter ist noch dabei, die dann aber auch möglicherweise dabei sind, um auch, also speziell Bella Kotschap, um ein bisschen zu lernen, um sich an das Niveau zu gewöhnen, um auch die Eindrücke mitzukriegen. Und wir haben einfach die Innenverteidigung ist nicht unser Problem. Wir haben ein paar Positionen, wo wir deutlich nicht so gut besetzt sind, wie wir auf der Position der Innenverteidiger besetzt sind. Und ich denke mal, dass das für ihn, dass das für Hansi Flick ein ausschlaggebender Punkt war. Aber nochmal, wir müssen jetzt nicht drüber reden, wie ich zu Mats Hummels stehe. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Aber es ist einfach die Entscheidung des Bundestrainers, die haben wir zu akzeptieren. Punkt. Aus. Alfred, akzeptierst du sie auch so? Wir haben sie aber als Journalist zu akzeptieren, aber wir können sie auch kommentieren. Und da du das nicht tust, will ich das jetzt mal absolut machen. Will ich das jetzt mal machen. Es gibt ja ganz viele Vermutungen, Thesen, warum Mats Hummels nicht berücksichtigt wurde. Es könnte natürlich auch sein, Aki, auch da wirst du jetzt nicht nicken oder den Kopf schütteln, aber es könnte natürlich auch sein, dass die Trainer sagen, die Leistung reicht nicht mehr für eine Weltmeisterschaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mats Hummels schon mal von Jogi Löw ausgemustert wurde. Es gibt, und das ist nicht unberechtigt, immer wieder die Befürchtung, dass er zu langsam sei. Und es kann ja einfach nur sein, und das ist meine Meinung, dass es einfach mit der Leistung nicht mehr reicht. Und dass er, und da gebe ich dir recht, genügend Alternativen hat, um hinten eine gute Abwehr aufzustellen. Ja. Ja, was gegen deine These spricht, lieber Alfred, ist ja, dass der Hansi Flick genau eben das Gegenteil gesagt hat. Und von daher kann ich mich also mit der These nicht komplett anfreunden. Aber da lässt sich jetzt auch lange drüber interpretieren. Du hast deine Meinung, die ist ja auch in Ordnung, wenn du das so empfindest. Ich habe grundsätzlich eine andere Meinung. Ich glaube, dass leistungsmäßig der Mats Hummels das hätte auf jeden Fall hinkriegen können. Aber nochmal, ich akzeptiere auch voll und ganz die Entscheidung von Hansi Flick. Und demzufolge ist das eben, das Schöne ist, dass man da jetzt noch eine halbe Stunde drüber diskutieren kann. Aber am Ende ist die Entscheidung gefallen und die ist zu akzeptieren. Also eine halbe Stunde werden wir bestimmt nicht diskutieren. Aber eine Frage fällt mir jetzt doch noch ein. Wenn Sie sagen, und Hansi Flick auch, es liegt nicht an der Leistung, liegt es vielleicht daran, dass Mats Hummels ja auch so eine Art Chefkritiker ist beim BVB und auch in seiner Nationalmannschaftszeit und dass Hansi Flick dem aus dem Weg gehen will? Müssen Sie nicht mich fragen, sondern müssten Sie dann schon den Bundestrainer fragen. Und das mit dem Chefkritiker, das ist immer so eine Geschichte. Mats ist bei uns in vielen Spielen Kapitän, dass er dann auch mal was sagt, das haben wir schon lange besprochen. Wir wollen immer mündige Spieler. Wenn aber einer mal was sagt, ist es dann auch wieder nicht in Ordnung. Ich finde, dass Mats da bisher eine positive Rolle gespielt hat. Bei der Nationalmannschaft ist es eine andere Situation. Da gibt es andere Spieler, die da die Führungsrolle haben. Und von daher, ich kann da wenig zu sagen. Ich kann nur sagen, dass Mats sich bei Borussia Dortmund, der spielt ja nun schon viele Jahre für Borussia Dortmund, immer korrekt verhalten hat. Eine andere Nominierung, die mit dem BVB ja nur indirekt zusammenhängt, Mario Götze, hat mich persönlich total gefreut, dass er über den Umweg Eindhoven-Frankfurt jetzt wieder reingerutscht ist. Hätte er das auch geschafft, wenn er beim BVB geblieben wäre?
Ja, das ist ja die Frage. Ich hatte ja mit Mario diese Woche auch Kontakt und habe ihm natürlich auch gratuliert. Und wir haben immer einen guten Kontakt gehabt. Und wo wir ihn von Bayern geholt haben, da hatten wir ja genau diese Intention, dass er bei uns so spielen sollte, auch die Rolle und auch die Art und Weise, wie er jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt. Nur das muss man selbstkritisch auch sagen, wir haben es nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Kam ja damals, Thomas Tuchel war damals, glaube ich, Trainer und danach war Peter Bosch Trainer. Aber wir haben es in Gänze als Kollektiv nicht hinbekommen, ihn auf das Niveau zu heben wieder. Das kann natürlich auch ein bisschen an Mario selbst gelegen haben. Fakt ist eins, die Frankfurter haben das sehr, sehr gut gemacht. Der Transfer war top, tut der Bundesliga gut. Der Oliver Glasner hat ihn top hingekriegt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Mario, weil ich habe Mario schon spielen sehen, da war er 13 oder 14, dass Mario dabei ist. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative für Nationalmannschaft. Dann macht uns sicherlich besser. Ein anderer Dortmunder ist ja auch dabei, Karim Adeyemi. Der hat jetzt eine Hinrunde hinter sich, kein Tor, keine Vorlage. Da waren ein paar Experten überrascht, dass er dabei ist. Sie auch? Nein, überrascht war ich nicht, weil ich ja ungefähr, dadurch, dass ich ja die Nationalmannschaft mittlerweile auch von innen verfolge, weiß ich natürlich auch, was Trainerteam sich von Karim erwarten. Und Karim hat natürlich eine enorme Qualität, das heißt vor allen Dingen natürlich einen unfassbaren Speed. Und wir haben es ja gegen Bayern München zum Beispiel gesehen beim 2-2, wo er mit seiner Einwechslung dort sich das Spiel auch nochmal völlig neu definierte. Und das sind die Momente, auf die natürlich die Nationalmannschaft auch setzt. Und wir haben ja schon gesehen, auch 2018 gesehen in Russland, dass uns das Speed heute im Fußball natürlich das Ein und Alles ist und gerade im Offensivbereich. Und da hat er was zu bieten, aber wir dürfen auch nicht vergessen, er ist 20 Jahre, er ist noch mitten in seiner Entwicklung und wir haben da mit Karim haben wir einen Potenzialspieler geholt, aber wir wussten natürlich auch, dass der Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Aber nochmal, wir haben, glaube ich, fünf, die Bayern haben 7 Spieler dabei, wir haben 5 dabei, wenn unsere Mannschaft so schlecht ist, wie das gerade hier so ein bisschen auch anklingt, oder so schlecht wäre, dann wundere ich mich auch darüber, dass so viele Spieler von uns dabei sind. Karim ist sicherlich einer, der in bestimmten Situationen der Mannschaft etwas geben kann. Davon bin ich überzeugt. Würde mich mal interessieren, allgemein die Meinung hier bei Ihnen und mit den Kollegen. Haben wir einen Kader, um Weltmeister werden zu können? Herr Watzke. Ja gut, die ganz großen Favoriten sind sicherlich andere. Ich glaube, dass Brasilien, Frankreich extrem große Chancen haben oder einen guten Kader haben. Ich glaube, dass wir einen Kader haben. Wir haben 7 Spieler von Bayern dabei. Ich habe es gerade schon gesagt, die auch jetzt international wieder in der Champions League auf höchstem Niveau agiert haben, alle 18 Punkte geholt haben. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, Deutschland ist meistens zu Turnieren gefahren. Vielleicht war es 74 mal ein bisschen anders. Da mussten wir auch nicht fahren, da waren wir zu Hause. Aber wir sind oft haben wir Titel gewonnen, wenn wir nicht so der absolute Top-Favorit waren. Und ich glaube, dass wir eine sehr gute Rolle spielen können. Aber die Top-Favoriten sind für mich andere. Aber wir sind immer in der Lage, auch gegen jeden zu gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Was soll man sagen? Ja. Ich glaube, dass Aki recht hat, dass wenn man die Franzosen sieht oder die Brasilianer und andere auch noch, dass sie sicherlich sehr gut besetzt sind. Andererseits glaube ich, dass wir wirklich einen Kader haben, der ganz vorne oder bis zum Schluss mitspielen kann. Allein das zentrale Mittelfeld mit den beiden Sechsern von Bayern München, davor Musiala. Ich glaube, wenn wir dann noch jemanden finden, der vorne das Problem der Neun löst, weil ohne Neun geht es nach meiner Meinung nach nicht, dann haben wir eine richtige Chance, Weltmeister zu werden.